Ich bin Hanna Röckle. Ich komme aus Zürich, aus der Schweiz. Ich lebe und arbeite dort. Ich bin in Liechtenstein geboren und aufgewachsen und habe dort, nachher bin ich in die Schweiz und nach Deutschland für das Studium. Das ist ein Polyeder. Diese Form, also ich arbeite immer oder meistens geometrisch abstrakt, aber mit Farben, mit dichroiden Farben. Dichroid heißt Farben, die sich durch im Lichteinfall und die Winkel verändern in der Farbgebung. Also es ist immer eine Bewegung durch das Rumgehen. Also der Betrachter muss sich bewegen, damit die Veränderung wahrnehmbar ist. Das heißt, zum Thema Lumière et Mouvement, es ist eine statische Skulptur, da sich der Betrachter rundherum bewegen muss. Und hier ist ein Polyeder, auch eine geometrische Form, die aber durch diese dichroiden Farben etwas aufgelöst wird, diese Stränge. Und der Polyeder wird auch war eine Inspiration bei einer Ausstellung im Haus für Kunst in Uri in der Schweiz und zum Thema Melancholia. Ja, ich habe jede Form wieder weiterentwickelt. Das ist immer eine organische Weiterentwicklung. Es gibt immer auch Zwischenstufen. Diese Kultur ist komplexer ist in den Formen, weil jede Fläche hat andere Proportionen und die ist als freie geometrische Form entwickelt. Hat vielleicht mehr Inspiration Richtung Edelstein mit Mineralien. Die kommt so aus eine Mischung aus Kurit und geometrischer Form. Aber mit der Farbgebung ist es ähnlich, also verschiedene Farben, die sich durch die Bewegung rundherum geht, eigentlich ändern. Es gibt sehr viele verschiedene Vorarbeiten. Das ist sehr ein langwieriger Prozess mit den Vorarbeiten. Es gibt sehr viele Skizzen, Hintergrundmaterialien, Studien zu Wissenschaft, Mineralogie und so weiter. Also es gibt sehr viele Einflüsse, auch von den Farben. Aber dann im Prozess ist die Zeichnung wichtig, es ist die Farbstiftzeichnung wichtig, auch das kleine Modell. Es ist sehr ungenau am Anfang und dann wird es immer präziser. Und es gibt immer sehr viele Varianten und irgendwann entschließt man sich für eine Variante, die produziert werden muss. Und dann gehe ich zum Kunstbetrieb, das ist ein Produzent für Künstler, der macht dann die exakte 3D-Zeichnung. Und aus dieser 3D-Zeichnung machen wir wieder größere Modelle und so weiter. Und am Schluss wird es hergestellt. Und wenn die Rohform hergestellt ist, dann geht es zum Lackierer. Und da gibt es auch wieder sehr viele Pläne vorher, die genau exakt welche Farbe übereinander. Das ist eine Übereinanderschichtung von mindestens 5 Schichten bis zu 6. Und da ist wichtig, welche Farbe ist zu unterst, weil die Farben sind transparent mit Pigmenten, mit sehr vielen verschiedenen Pigmenten durchsetzte Farbe. Hier ist so wie eine Nachfolgeskultur vom ersten Polyeder, die streckt sich in die Höhe. Das ist, nennt man auch Crystalline Needle. Das ist eine Inspiration auch aus der Kristallwelt, weil es gibt dort so lange Nadeln. Und die haben oben oft eine andere Farbe. Und wie in Edelstein und Mineralien, zum Beispiel Turmalin, da werden die Farben sich auch verändern.
Also für die Farben, ich inspiriere mich schon oft auch von Kristallmineralien, weil wenn man die fotografiert oder pixelt, dann gibt es ganz viele Farben. Also wie zum Beispiel das, so wie Farben von Bernstein oder Kupfer. Und die blaue war mehr wie ja, Turmalin oder...